Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Gemeinsam mit Mewe schlagen wir uns immer weiter durch die Edirner Lande mit dem Ziel Rossberg bzw. Demavent. Wir haben aber zuletzt offenbar hier einen Bericht noch abgefangen, einen nilfgaardischen Brief an Senior-Zensor Berwin ap Clanach von Feldwebel Dilwen en Ellery. Ich habe wie befohlen 30 lebendige Nordlinge edirnischer Herkunft beschafft, die sich wie folgt unterteilen. 13 Männer, 7 Frauen, 5 Alte, 5 Kinder. Die Arbeitstauglichkeit der Alten wird im Lager bestimmt. Gegebenenfalls werden sie aus der Karawane entfernt. Boah, auch noch umgebracht. Meine Güte. Okay. Wir haben sie gerettet. Wir haben sie sogar aufgenommen in unsere Truppe. Gut, wir gehen über die Brücke und schauen. Oh, wir können hier gar nicht nach links, denn da scheint uns hier irgendwie eine Garnison der Nilfgaarder den Weg zu versperren. Ich bin mal ganz kurz am Schauen. Es sieht so aus, als könnten wir uns auch hier vorbei arbeiten. Als wäre das gar nicht nötig. Aber wollen wir das? Nö. Das wollen wir nicht. Mal gucken, was hier passiert. Als Mewe Gatberg erreichte, sah sie sofort die schwarzen Banner über den Palisaden. Die Banner Nilfgaards. Ihre Späher bemerkten, dass die Häuser der Stadt noch intakt waren und kein Blut die Straßen bedeckte. Soldaten in schwarzen Rüstungen bewachten die Lagerhäuser, voll mit Beute umgebender Siedlungen. Interessanterweise waren es nur sehr wenige. Die Tore stehen offen. Die Kaiserlichen erwarten keinen Angriff. Wir können sie überraschen. Wir können die Stadt zurückerobern und... Und mit dem Gold abziehen, beendete Gascon. Ja, machen wir. Mewe hasste Nilfgaard und brauchte Gold für ihre Armee. Zwei gute Gründe, Gatberg anzugreifen. Sie befahl den Männern, sich kampfbereit zu machen. Nun würde man sehen, ob die Invasoren sich auch verteidigen konnten. Laufen! Essiatufna wehren! Los geht's. Okay. Es gibt wieder Sonderregeln, interessanterweise. Verkürzter Kampf. Die Schlacht von Gatberg. Die Königin hatte gefürchtet, ihre Soldaten würden um einer edirnischen Stadt willen nicht den Tod riskieren, wozu für den Nachbarn den Kopf hinhalten, wenn das eigene Reich ebenso bedroht ist. Doch Mewes Infanterie focht grimmig und ließ nicht nach. Angesichts von Nilfgaards Ansturm wurden die Zwistigkeiten zwischen Lyrien, Temerien und Catwinnen umstandslos beigelegt. Schließlich waren sie alle Leute des Nordens und sie mussten einander beistehen. Hinweis, greife Schwächeinheiten an. Wir werden sehen, was für Sonderregeln gelten. Und verkürzt nur eine Runde, aber mit unserem Deck. Na, wir gucken mal. Karten verbergen. Okay, aber ich sehe keine Regeln. Befehl, kräftige alle verbündeten Einheiten um 1. Ja, und wie kann er das jedes Mal machen? Jede Runde? Deswegen sollen wir wahrscheinlich die Schwachen killen, damit... Naja, mal sehen. Okay, wow. Wir brauchen Feuer. Das scheint mir super wichtig zu sein. Ja, verschieben ist auch gut, ja. Ike ist natürlich auch immer super. Ich würde sagen, der Bär heilen. Nehmen wir mal weg. Ja, wir haben Streunerbomber. Das ist schon mal wichtig. Ja, ich glaube, ich nehme einen von den... Okay, nochmal ein Streunerbomber. 2 Reihen Feuer. Das ist, glaube ich, schon die halbe Miete. Ich würde sagen, das lassen wir so. Scheint mir eine ganz gute Kombi zu sein. Auch wenn ich noch gerne Wailer dabei hätte, aber Ike ist auch schon mal gut. Okay. Sie denken, Sie wären hier zu Hause. Beweisen wir Ihnen das Gegenteil. Okay, also es ist ja ein verkürzter Kampf, nicht wahr? Wir müssen nur diese Runde gewinnen. Mal sehen. Wir starten erstmal mit einem Sensen-Campen, würde ich sagen. Alles Weitere wird sich dann zeigen. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe.
Schon wieder Schrubben? Oh Götter. Ah, ja, 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 okay. Wenn zwei Verbündete allen erschienen sind, verbessere diese Einheit um 6 und gib ihr Zähigkeit. Aber Zähigkeit ist doch irrelevant, weil wir nur eine Runde haben, ne? War das nicht ein verkürzter Kampf oder habe ich das irgendwie in Erinnerung? Shit. Wird mir das irgendwo nochmal angezeigt? Habe ich mir das gut gemerkt? Oder ist das ein normaler Kampf? Ich weiß es nicht mehr. Das ist natürlich jetzt nicht ganz unwichtig. Wir generieren trotzdem Feuer. Verliert nicht den Kopf. Neue Befehle? Nein? Keine Anzeichen von Kampf. Diese Bastarde müssen den Schwarzkitteln die Tore geöffnet haben. Hm. Ha. So ist die Frage, ob wir... Also wenn es jetzt nur eine Runde wäre, dann können wir natürlich... Das war, glaube ich, verkürzt. Dann können wir natürlich noch ein zweites freie Feuer machen. Wobei, er kriegt jetzt eine 6. Wir können natürlich auch den nehmen. Mit ein bisschen... Nee, der kriegt auf jeden Fall 6. Das können wir nicht mehr verhindern. Na komm, dann machen wir nochmal Feuer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so ist, wie ich sagte. Kluge Entscheidung! So, jetzt kriegt er da seine verdammte Verbesserung. Jetzt kommt ein Arbalest von Nilfgaard. Die sind ja unangenehm, das wissen wir schon. Jetzt können wir aber mit dem Verschieben arbeiten. Und da in beiden Reihen Feuer ist, ist das auch eine feine Sache, wie ich finde. Aber ich glaube, wir machen vorher mal ihre Fähigkeit. Jawohl. Hä? Ja, hier ist ja auch, warte mal, ich setze die Stärke auf die Stärke der Einheit links von ihr. Das passt ja super da oben hin. Da liegt eine Verwechslung vor. Ich bin kein Magier. Und preiset die große Sonne! Was ist denn das? Ach du Scheiße. Immun. Wann immer eine verbündete Einheit zerstört wird, verliert diese Einheit 25% ihrer aktuellen Stärke. Okay. Das ist der besondere Clou hier. Ich merke schon. Aber das kriegen wir ganz gut hin. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Ja, das kriegen wir hin. Ja, ja, das ist nur eine Runde. Jetzt gehörst du mir. Ja, der ist natürlich jetzt immun. Ist die Frage, ob wir trotzdem den Schleuderer bringen? Hat er jetzt seine Einsatzfähigkeit? Am Ende müssen wir nur gewinnen, ne? Wir müssen den gar nicht töten. Und den Bär haben wir im Übrigen auch noch. Den können wir auch noch zum Einsatz bringen. Ja, der ist immun, deswegen ist es so ein bisschen irrelevant. Ja, aber eine andere Einheit ist schwer. Wir müssen das jetzt machen. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Ach, geht nicht. Wenn ich nicht drei... das ist natürlich scheiße. Dann kann ich ihn nicht reinbringen. Ein Bär, wir haben keine beschädigte Einheit. Und das lyrische Horn jetzt zu bringen? Ach, kann man schon machen. Immerhin stirbt dann einer. Das ist okay. Das ist schon okay. Er hat nur noch 30. Punktemäßig sieht es doch schon gut aus. Natürlich, wie du wünschst, Meister.
Das Blöde ist, wir können immer noch nicht den Schleuderer bringen, weil wir den nicht markieren können. Dann ist jetzt der Moment für Ike gekommen. Bei Göttern, mein Brustpanzer scheuert. Ja. Und wieder an die Front. Wir können ihn immer noch nicht bringen und wir können auch immer noch nicht den Bär bringen. Was macht man denn jetzt? Müssen wir jetzt passen? Ach du Scheiße. Okay, wir können ihn einfach wegklicken. Auch nicht schlecht. Wir können aber immerhin noch unsere Fähigkeit nutzen. Machen wir das auch nochmal. Er hat noch 3 Karten. Das könnte nochmal knapp werden. Ja gut, aber er verliert auch. Ruhe! Oder der Kommissar hört davon! Ja, das Problem ist, dass wir die Einheit jetzt nicht mehr spielen können. Aus schon bekannten Gründen. Je größer, desto leichter zu treffen. Ich kann halt... Ich muss 3 markieren. Achso, ich könnte eine von mir markieren. Ja, das kann man auch mal machen. Dafür, dass wir nochmal 4 Schaden und einen verlieren. Ja, finde ich gut. Ach so, hätten wir uns auch selber möglicherweise verletzen können. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. So. Jetzt haben wir keine Karten mehr. Er noch 2. Kann jetzt noch irgendwas will es bringen? In 2! Uiuiuiui. Aber der Sieg ist dennoch unser. Wir haben gewonnen, Hoheit. Also, mir gefällt das mit den Streunern und dem Feuer wirklich ganz gut. Und dann gibt es ja noch andere Streunereinheiten, die, glaube ich, mit dem Feuer noch besser umgehen können. Die Schlacht um Gatberg endete mit Meves Sieg. Sehr zum Missfallen der Bewohner. Als die Königin die Lagerhäuser der Nilfgaarder durchsuchte, bat der Bürgermeister, ein älterer Herr mit imposantem Schnauzer, um eine Privataudienz. Majestät, ich bin alt. Tötet mich, dann erspart ihr mir die Sorgen. Ich will offen sein. Ihr habt nicht viele Männer. Keinen davon werdet ihr zur Verteidigung hier lassen. So wie ihr fort seid, werden die Kaiserlichen Gatberg zurückerobern, die leeren Lagerhäuser finden und Rache üben. Ihr werdet weit weg sein und wir schrecklich nah. Der alte Mann fiel auf die Knie und ergriff den Mantelsaum der Königin mit seinen knochigen Fingern. Euer Gnaden, ich bitte euch, lasst das Gold hier. Sonst wird das Blut unserer Frauen und Kinder durch Gatbergs Straßen fließen. Meve überlegte, was sie antworten sollte. Sie könnte ihn für seine Voraussicht und Sorge um seine Bürger loben oder für seine Feigheit und Unverschämtheit verfluchen. Die schwarze Reila hatte keine Zweifel. Allesamt Verräter. Kein Wunder, dass die Stadt noch steht. Sie müssen die Tore für den Abschaum aufgerissen haben. Und jetzt wollen sie sich mit dem Gold die eigenen Taschen füllen. Ach, das ist eine gemeine Sache. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, aber... Ach, kommt, an dieser Stelle denken wir mal an unsere Sache. Wir nehmen das Gold. Nach kurzem Zögern ließ Meve das gestohlene Gold auf ihre Wagen laden. Wie du schon sagtest, meine Armee ist klein. Darum brauchen wir Gold, um sie zu vergrößern. Der Bürgermeister erwiderte nichts. Er verbeugte sich vor der Königin und humpelte mit seinem Gehstock davon, als wäre er um Jahre gealtert. Aber um ehrlich zu sein, hätte ich gewusst, dass es 114 Gold nur sind, dann hätte ich es nicht mitgenommen. Weil das sind hier 3 Schätze oder so, die wir irgendwo finden. 3 Plünderpunkte. Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht ein bisschen mit abwägen darf. Na gut, die Entscheidung ist getroffen. Wir können noch hier mit den Leuten reden oder die jammern hören. Wollen wir uns nicht zu früh. Die Schwarzkittel kommen wieder. Warten wir es nur ab. Entweder werden wir in Stücke gerissen oder als Sklaven verschleppt. Wollen wir uns nicht zu früh. Ja. Die Schwarzkittel kommen wieder. Mit denen möchte ich jetzt nicht teilen, das gebe ich schon mal zu. Okay, aber wir sind jetzt an einem schönen Punkt, denn wir haben jetzt die 2000 zusammen, um
Warte mal, was habe ich jetzt gemacht? Um hier einen Ausbau zu machen, den wir machen wollten, nämlich das Rekrutenlimit auf 150. Ach, wir brauchen 2500. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Naja, gut, alles klar. Dann vielleicht auch nicht schlecht, dass wir das Gold genommen haben. So, da nochmal eine Mühle, da ein bisschen... Ah ja, da haben wir dieses komische Flussvibe. Ein Standardkampf in der Finsternis. Erden brannte, Städte, Dörfer, Wälder. Als die Flammen endlich erloschen, lag das Land unter einer dichten Rauchdecke, welche die Sonne verfinsterte. Es wurde so dunkel, dass sogar nachtaktive Monster nun am Tage jagten. Yeah. Jetzt dran denken, 3 Runden. Beim letzten Mal war das nicht so klug, in der ersten Runde zu passen. Das sollten wir vielleicht nicht wieder machen. Wir verbergen kurz mal die Karten. Was sehen wir? Wir sehen Nachterscheinungen. Verfolge alle 3 Züge. Zu Beginn des Zugs die stärkste nicht verfolgte gegnerische Einheit und verschiebe sie in ihre andere Reihe. Okay, das ist nicht so schlimm. Füge jeden Zug zu Beginn des Zugs allen verfolgten Einheiten 1 Schaden zu. Das ist natürlich unangenehm. Aber muss man mit umgehen können. Hier ist vielleicht Heilung ganz gut. Das lassen wir das mal drin. Mit dem Bären, das lasse ich auch drin. Wir haben zumindest einmal Feuer schon, das ist gut. Streuner Eindringling lasse ich auch. Sanitäterin nehme ich jetzt mal drauf. Streuner, ja, ist auch gut. Aber wir brauchen einen von unseren Helden, Leute. Wir brauchen einen Helden. Das sind mir zu viele hier. Ah, verdammt, okay. Keine so tollen Karten. Ja, vor allem ist natürlich jetzt doof, dass ich keinen Standard, dass ich keinen Bauern drin gelassen habe. Einen Bauern brauchen wir immer. Ei, wie doof von mir. Ah, gut, dann mache ich jetzt Feuer, ohne genau zu wissen, wo die Gegner erscheinen werden. Das könnte jetzt wehtun. Das ist doof. Genau deshalb ist es ganz gut, einen Bauern dabei zu haben. Muss ich mir merken. Ja, großartig. Natürlich in der falschen Reihe. Shit. Aber wir können ja mit den Schleuderern nachher was machen. Und ich werde erstmal den Eindringling rüberschicken. Los! Hopp, hopp! Wobei das natürlich riskant ist. Das heißt, wir können jetzt noch nichts mit den Schleuderern machen. Was machen wir eigentlich? Füge jeden Zug am Ende des Zugs eine Zufall. Oh, das ist auch unangenehm. Okay, wir dürfen die jetzt noch nicht wegschicken. Wir nehmen den nächsten nochmal raus. Ja. So, das war jetzt wieder ein bisschen dämlich von mir, merke ich gerade, weil um den Effekt hier zu bekommen, muss der eine ja stehen bleiben. Was macht die Erscheinung? Okay, die verfolgt auch. Wir könnten erstmal noch den Bären spielen. Oder... Vielleicht ist es ganz gut, wenn der stirbt, weil sonst hätte der Bär die ganze Zeit die Heimsuchung. Und würde immer zu den Schaden abbekommen. Was sind die Alternativen? Wir könnten den töten. Und die beiden nach vorne bringen. Das wäre die Alternative. Der würde dann rüberkommen und nächste Runde wäre frei. Ich mach das mal. Wir machen mal ein Selbsttötung. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. So, dann sind die zumindest im Feuerbereich. Das ist auch gut. Er kommt rüber. Ja,
Okay. Man könnte die Stärke auf 3 setzen, wäre eine Möglichkeit. Oder wir wechseln wieder durch. Wir brauchen unsere guten Leute eigentlich. Heilung ist hier dann doch irgendwie irrelevant. Wir kriegen zu viel Unterstützung selbst. Je größer, desto leichter zu treffen. Wir können hier aber auch mal was machen, wobei das natürlich jetzt ein bisschen unglücklich ist. Wäre schöner, wenn die gleiche Stärke hätten. Ah, da wäre jetzt der Alchemist dann doch gut gewesen. Vielleicht warten wir damit nochmal eine Runde mit ihrer Fähigkeit. Ja, jetzt könnte man mit der Alchemisten allerdings noch was Cooleres machen, nämlich den auf 1 bringen. Das ist meines Erachtens viel wirkungsvoller nochmal. Guten Tag, was gibt's? Guten Tag. Nutzen wir jetzt trotzdem die Fähigkeit. Immerhin 4 Schaden. Ja. Ah, ich hätte ihn töten können, obwohl es ist. Verdammt, ja, ich hätte ihn töten müssen. Das war ein Fehler. Oh mein Gott. Das habe ich nicht gesehen. Dann hätten wir die Verfolgung beendet. Feuer wirkt irgendwie diesmal nur auf eine Einheit. Ah ja, okay, da kommt ja dann immer eine geschwächte Archespor noch wieder zurück. Wir können nicht passen, Leute. Aber wir können jetzt mal den Bären bringen. Immerhin das. Der gibt uns ordentlich Stärkepunkte. Okay, wir könnten jetzt passen. Aber nee, ne? Machen wir irgendwie nicht. Wir killen die beiden. Wann immer ein Verfolgtimer abläuft, generiere eine einfache Kopie. Das ist ja auch unangenehm. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Na, passt er. Kommt. Brauchen Feuer. Oh, ist das scheiße alles. Und jetzt müssen wir es irgendwie durchziehen. Die sind Gott sei Dank so geschwächt, dass sie dann gleich erledigt werden. So, jetzt wird er passen. Nee, er spielt das zu Ende, ernsthaft? Wow. Jetzt ist natürlich riskant, ne? Wir könnten jetzt passen. In der Hoffnung, dass er... Oh, das ist schwierig. Dass er muss auf jeden Fall noch eine Karte ausspielen. Na, die Frage ist, kriegt er mit der Karte 10 Stärke-Schaden? Warte mal, also kriegt er denn das kompensiert? Wir kriegen, wenn ich das richtig verstehe, 3 Schaden. Aber warte mal, bei jedem weiteren Zug erhöht sich der zugefügte Schaden. Ne, wir kriegen mehr Schaden. Ne, ich glaube, wir müssen spielen. Ja, wir haben die erste Runde gewonnen, aber er hat jetzt eine Karte mehr. Schlecht. Jetzt müssen wir wirklich Glück haben, was wir ziehen. Das ist scheiße. Das ist so richtig scheiße. Oh mein Gott. Das ist ja so richtig Mist, oder?
Naja, in einer Runde können wir noch ihre Loyalitätsfähigkeit machen. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Wir können natürlich auch direkt passen, ne? Das wäre jetzt natürlich auch die Möglichkeit gewesen. Er macht gleich eine Schaden. Aber vielleicht schaffen wir es doch. Weil wir kriegen ziemlich viele Punkte durch diese Loyalitätssache. Ja. Ich riskiere es. Ah, es ist nämlich ganz ordentlich hier. Ach du Scheiße, eine Mittagserscheinung. Ach du Kacke, okay, gut. Damit schaffen wir es natürlich nicht. Oh mein Gott. Und er liegt jetzt auch schon punktemäßig vorne. Das heißt, wenn ich passe... Oh nein. Nee, komm, dann spiele ich die Feldsanitäterin. Vielleicht kriegen wir irgendwie noch eine supergeile Einheit. Sag, dass das ein Witz sein soll. Wir kriegen keine supergeile Einheit. Hä? Das heißt, ich kann auch nicht mal alle drei... Hm. Wie doof. Richtig doof. Okay, das werden wir verlieren. Ich hoffe nur, dass er auch alle Karten ausspielen muss. Nein, muss er nicht. Das heißt, er geht auch in die dritte Runde mit Kartenvorteil. Shit. Immerhin... Jawoll! Ike, der Retter in der Not. Ja, großartig. Bringen wir zuerst mal Feuer. Verliert nicht den Kopf. 95. Ja, das hat natürlich die Trophäe jetzt gebracht. Schon sehr cool. Okay, dann kommt er jetzt. Mach dich bereit, wenn du einen Funken Ehre besitzt. Ja, ich würde mal sagen, das ist der Sieg. Dadurch, dass, ja, durch die Markierung, durch die Verfolgung, hat er natürlich immer zu Stärke bekommen. Und zwar zwei auch noch. Das ist so krass geil. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Und das können wir auch noch bringen hier. So. Ich hab's nicht mal erwartet, ehrlich gesagt. Aber Ike war die großartige Rettung. Der Typ ist auch wirklich unglaublich gut im Deck. Den sollte man, glaube ich, immer behalten. So, jetzt haben wir gleich die 2.500. Was finden wir hier? Herren, die Hütte ist leer bis auf den Mann, der unterm Dach hängt. Ich meine, er sollte abgeschnitten werden, aber unsere Soldaten wollen das nicht machen. Sie behaupten, es brächte Unglück, die Leiche eines Selbstmörders zu berühren. Ah, ich will nicht wegen 26 Gold Moral verlieren. Das machen wir nicht. Wir laufen stattdessen hier noch ein bisschen rum und schnappen uns noch die Goldtruhe, die im Übrigen auch immer Gold noch bringt, auch wenn sie auch noch Rahmen bringen. Das habe ich jetzt erst richtig realisiert. Wurde mir, glaube ich, aber schon mal in den Kommentaren geschrieben. Und das bedeutet, endlich können wir dann unsere... Na, vielleicht machen wir das gleich mal befriedigender Art und Weise. Wir können nämlich das bauen, was ich bauen wollte, nämlich die Soldatenquartiere und das Rekrutenlimit erhöhen. Sehr schön. Und das bedeutet, dass wir das nächste Mal unser Deck anpassen können. Ah, da hinten sieht man sie jetzt auch. Sehr cool. Und ja, noch ein paar bessere Einheiten reinnehmen. Zum Beispiel gegen die Sanitäter tauschen oder ähnliches. Mal schauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.